Auf Dampf laufen. Guten Tag, aufgrund eines Fehlers des vorherigen Lokführers ist der Treibstoffvorrat in diesem Zug niedriger als erwartet. Auf der Fahrt nach Aschaffenburg müssen Sie... Ja, gut. Möglicherweise müssen Sie für diesen Dienst einige Maßnahmen ergreifen, um Treibstoff zu sparen. Verwenden Sie dazu weniger Leistungskraft und reduzieren Sie den Fahrschalter auf Null und lassen Sie die Lokomotive bei einigen Teilen, ich glaube, rollen. Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier erneut von der Maintalbahn und stelle euch ein Szenario vor, eins der fünf mitgelieferten Szenarien für die Maintalbahn. Wir befinden uns hier in Miltenberg und ihr seht es da oben links, wir haben ja da eine Kraftstoffanzeige und auch noch KI-Verkehr, der hier reinfährt. Und wir müssen zusehen, dass wir mit dem Tank, mit der Tankfüllung, die wir haben, ankommen, ohne stehen zu bleiben. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Das stellen wir mal hier auf Dunkel. Dann schalten wir uns mal die PZB noch an. Die ist hier oben. So, obere Zugart und Leuchtmeldehelligkeit auf 5. Okay, dann einmal geguckt. Fernlicht brauchen wir nicht. Hier ist Fahrschalter, brauchen wir auch nicht. Den mal ein bisschen hoch. Führerstandsbeleuchtung. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Soweit ist es hell genug. Instrumentenbeleuchtung, ja bitte. Instrumentenbeleuchtung gerne hoch. Leuchtmelder funktionieren alle. Magnetbremse lassen wir aus. Dann Steuer, okay. So, dann können wir schon mal die Türen schließen. Trittstufen werden eingefahren. Hervorragend. Und dann dürfen wir los, wenn wir natürlich den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung setzen und die Federspeicherbremse lösen, können wir jetzt die Leistung aufschalten. Ja, na, also jetzt haben wir hier zusätzlich für dieses Szenario mal hier diese Anzeige mit verbleibendem Treibstoff. Natürlich wäre es mega cool, wenn man das hier mit eingepflegt hätte. Wobei ich gar nicht weiß, ob man in Realität das auch sehen kann in dem Display. So, wir dürfen mit 60 fahren. Wir befreien uns. Gucken, dass wir schnell auf die 60 hochkommen. Und dann lassen wir mal rollen. Ja, krass. Also, ne, das, so viel hätte der Zug eigentlich an Treibstoff und so wenig haben wir jetzt nur noch übrig. Ich hoffe mal sehr, dass das ausreicht. So, wir dürfen sogar 80 fahren und müssen als nächstes halten in Klingenberg in 9,7 Kilometern. Dann versuchen wir mal, das hier gut über die Bühne zu bringen. Wir dürfen doch nur 60 fahren. Dann mal ein bisschen Bremskraft rein. So. Ja, immer noch ein bisschen zu schnell. So. Okay, ja, genau. Ja, also diesmal ein Szenario. Wir sind zuvor im Fahrplan unterwegs gewesen, ab jetzt dürfen wir 120 fahren. Und gucken uns einfach die Strecke jetzt noch einmal zusammen an. Natürlich wäre es jetzt interessanter gewesen, wenn wir, beim letzten Mal sind wir auch von Miltenberg nach Aschaffenburg gefahren, wenn wir jetzt mal andersrum gefahren wären, aber das machen wir sicherlich auch nochmal irgendwann. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo eigentlich das Horn ist. Ich sehe auch nichts, was sich hier im Führerstand irgendwie bewegt. Ist das eins hiervon? Rampe? Nee. Weiß ich nicht. Hier? Ach, vielleicht hier unten? Nee, auch nicht. Was haben wir hier noch? Federspeicherbremse, Notfallsteuerung. Lüftungssteuerung. Luftregulierungssteuerung, Lüftersteuerung, Klimaanlage, Lüftersteuerung.
Temperaturregelung, Warmluft. Interessant, was wir hier nicht alles machen können. Genau, Maintalbahn gibt es für etwas weniger als das, was normalerweise eine Strecke kostet, aktuell zu kaufen, weil die Strecke halt einfach ein bisschen kürzer ist. Mitgeliefert wird der Siemens DeSiro Classic, also die Baureihe 642, in der Lackierung der Westfrankenbahn. Ein meines Erachtens sehr, sehr, sehr schönes Fahrzeug. Also das 3D-Modell haben die wirklich top hinbekommen. Sounds, ja, weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube, vom Innenraum her klingt das sehr, sehr gut. Die Sounds von außen sind, glaube ich, eher so, naja. Die Strecke ist stellenweise eigentlich sehr, sehr schön, stellenweise ein bisschen sehr kahl. Manchmal ist die Vegetation ein bisschen absurd. Also hier an diesen Stellen sieht sie ein bisschen komisch aus. Szenerie, die weiter weg ist, sieht eigentlich aber ganz nett aus. Ne? Wir sehen hier, die Berge sind alle schön bebaut. Also ist so eine Strecke, die hat ihr Für und Wider meines Erachtens. Jetzt hier auf unserer zweiten Fahrt. Ich finde, es macht Spaß hier zu fahren. Und ich glaube, alle Leute, die irgendwie was für Dieseltriebwagen und für so einen Nebenbahn-Flair was übrig haben, für die ist diese Strecke allemal etwas. Leute, die an der Niddertalbahn Spaß hatten, werden auch sicherlich hier auch Spaß haben. Auch wenn das nicht das Niveau der Niddertalbahn ist von der Ausgestaltung her. Aber trotzdem macht es halt voll Spaß. So, jetzt müssen wir ein bisschen rollen lassen. Ne, also ich find die Strecke hat trotzdem was, wo man sagen kann, es macht schon Spaß hier rumzufahren. Weil es einfach doch mal was sehr, sehr anderes ist als das, was wir normalerweise kennen vom TSW, ne? Mit diesen mindestens zweigleisigen Hauptstrecken elektrifiziert und ICEs und ICs und REs und so. Und hier ist das halt mal wirklich was anderes, dass wir, auch wenn das halt eine Hauptstrecke, eine Hauptbahn ist, klassifiziert ist, fühlt es sich halt einfach eher an wie eine Nebenbahn. Muss ich ehrlich sagen. Aber schön. Also mir macht es echt Spaß. So, ich schalte mal wieder ein bisschen Traktion auf. Schön, so ein kleiner Schuppen. So. Ja, ich habe schon beim letzten Video gezeigt, wir können hier mit diesem Display können wir unglaublich viele verschiedene Sachen machen. Also hier ist schon einiges, was neu ist, definitiv bei diesem Display. So, Ankündigung auf 60. Oh, mal gucken, ob wir das schaffen mit dem Diesel, ob der uns nicht hier ausgeht mitten in der Fahrt. Das ist schon auf jeden Fall weniger geworden als vorhin schon. So, ab hier gelten die 60. Wir müssen mal ein bisschen runterbremsen. Etwas zu schnell. So. Was ist da? Warum sind dort keine Bäume? Hier vorne am Schwimmbad vorbei. Einmal hier die Brücke über den Main. Also ich denke mal, das ist der Main. Aber gut, wenn es die Maintalbahn ist. Ist das überhaupt eine Brücke? Nee.
Das ist irgendwie was anderes. Okay, und dann müssen wir da vorne anhalten. Den Innenraum kurz angucken. Boah, sie haben mir aber Angst eingejagt. Collectibles, ne? Gibt es natürlich auch, wie immer. Was steht hier? Wir beachten Sie Zugpersonal heute ohne Humor. Das fasse ich als persönlichen Angriff auf. Werde ich hier einfach weggedisst von DTG. Was soll das denn? Hören mal den Motorsound von außen. Na toll. Also schönes 3D-Modell, das muss man wirklich sagen. Glaube ich, die Tankstutzen, genau. Tankdeckel. Boah. Gut, dass wir das während der Fahrt machen können. Das sollte vielleicht nicht in Realität möglich sein. Wobei das auch in Realität theoretisch möglich ist, wenn jemand während der Fahrt da draußen hängt. So, 90. Gut. PZB hat uns da jetzt nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben noch 1,8 Kilometer. Ah, der BU sollte lieber zu sein. Das ist nicht gut. Kurz, wir hätten hier anhalten müssen. So 90 gelten ab hier. So 600 Meter noch. Und verzeiht mir, aber jetzt muss ich, glaube ich, mal einen Screenshot machen. So, ich habe es ja gesagt, einmal pro Fahrt erlaube ich mir doch nochmal ein Bild zu machen. Mehr aber dann auch nicht. Weil ein Thumbnail und ich glaube, an dieser Stelle ist, glaube ich, ja, ist ein hübscher Ort für ein Thumbnail. So, dann einmal hier den Schwerpunkt. Das noch weiter runter. Ja, gefällt mir.
Na, nehmen wir doch lieber so von weiter weg vielleicht. Bisschen von oben. So. Das ist schön, das gefällt mir. Und in 300 Metern müssen wir anhalten. Hervorragend, da sind wir in Erlenbach. Schön, schön. Also gerade hier diese Stimmung, hier so am Nachmittag mit diesem etwas gedämpften Licht, nicht mehr dieses direkte Licht, das so blendet, das sieht dann schon ganz hübsch aus. Also das mit dem Treibstoff wird langsam knapp, ne? Was ist denn los mit der Performance, wenn man sich das Ganze so anguckt? So geht's voll, aber von oben. Uff. Hat das was mit den Dieselabdämpfen zu tun? Das war ja grausam gerade, performancetechnisch. Können uns mal hier am Streckenrand positionieren. Und einmal hier gucken, dass der Zug an uns vorbeifährt. Ich höre da 612er Sounds raus. Ich weiß nicht genau, welche da wiederverwendet worden sind. Ich glaube, fürs irgendwie die Roll-Sounds oder sowas, aber das kam mir auf jeden Fall bekannt vor gerade. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob das was wird, ne? Schauen wir mal, was wird. Boah, boah, das wird, glaube ich, sehr knapp. Ja. Ehrlicherweise glaube ich, dass das nichts wird. So, ich lasse jetzt mal wirklich nur rollen. Gibt es keine Dieseltankstelle auf dem Weg, wo ich irgendwie zwischendurch mal kurz halten kann und sagen kann, hallo, ich würde gerne ein bisschen nachfüllen? Geht auch auf meinen Nacken. Ich lasse jetzt erstmal wirklich nur rollen für eine gewisse Zeit.
Das ist wie so ein Bauernhaus, ne? So, hier müssen wir nicht halten. Hier in. Wo sind wir denn hier? Obernburg Elsenfeld. Noch das Rollo hier runterziehen. Sehr schön. So, 2,8 Kilometer, 2,4 Kilometer noch und unser Treibstoff neigt sich immer mehr dem Ende zu und wir haben noch ordentlich Kilometer vor uns. Wir können auch übrigens die Zugzähler automatisch manuell einstellen. Die werden zwar automatisch eingestellt, aber wir können trotzdem das Ganze manuell noch überschreiben. Ja. Aber ich lasse das natürlich hier bei Aschaffenburg, weil das passt ja. Oder gibt es irgendein witziges Ziel? Word A. Frankfurt am Main, aha. Bamberg, Rüsselsheim-Opelwerk, Aufach, Köln, München, Frankfurt Flughafen, Wien, Wien. Wo kommt denn Wien bitte her? Hätte ich gerne. Jo, wir fahren jetzt nach Wien. Das ist ja mal witzig. Nein, das werden wir jetzt gleich natürlich umstellen. Wir fahren nicht nach Wien, wir wollen ja unsere Fahrgäste hier nicht. Zu sehr verwirren, dass auf einmal die Regionalbahn hier in Franken auf einmal nach Wien fährt. Stelle ich mir aber auch sehr ungemütlich vor, die Fahrt auf Dauer. Da sitze ich dann doch lieber in einem Fernverkehrszug. Wobei, oh, nicht mal unbedingt im IC2, oh, wir müssen ordentlich reinbremsen. Achso, wir müssen gar nicht hier halten. Doch. Weiß ich jetzt nicht. Musst du mich hier halten? Ich glaube nicht. Das war nur über einen Ort fahren, oder? Oh. Ups. Na toll, jetzt haben wir unnötig. Ja, stimmt, das war nur über einen Ort fahren. Und dann müssen wir erst in Obernau anhalten, in 7 Kilometern. Dann jetzt einmal. Nein! Jetzt einmal. Hallo? Hilfe, ich habe den Zug geschrottet. Haben keine Leistung mehr, weil ich aus Versehen den Fahrtrichtungswender in Neutralstellung gesetzt habe. So, jetzt geht's wieder. Da gucken wir, dass wir schnell auf die 120 hochkommen. Und dann lasse ich rollen.
können wir hier natürlich wieder wechseln. Dortmund, Essen, Düsseldorf, Hamburg, Passau. Novas? Novara? Wo ist das denn bitte? Kassel, Weikersheim, Mergentheim, wild auf jeden Fall, was hier für Ziele alles drin sind. Wiesbaden, nicht einsteigen, Wertheim, Aschaffenburg. Wien. Was ist das? Eine Tonne. Oh, boah, ich weiß gar nicht. Oh, nee, wir schalten mal jetzt schon ab. Also so wenig Treibstoff, wie wir da haben. Ja, ein bisschen müssen wir aber noch, sonst wird das nichts. Weil 6 Kilometer mit gerade mal 70 km/h und dann rollen lassen, schwierig. Gucken wir, dass wir auf die 80 hochkommen. Und so. Ja. Oh Leute, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Verehrte Fahrgäste, machen Sie sich bitte schon mal... Wo ist das Mikro da? Verehrte Fahrgäste, bitte machen Sie sich schon mal bereit dafür, dass wir vermutlich kurz vor Aschaffenburg irgendwo stranden werden. Ich rufe schon mal bei der Fahrdienstleitung an und versuche, einen Schienenersatzverkehr für Sie anzustoßen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Wir hoffen trotzdem, dass Sie beim nächsten Mal weiter mit der Westfrankenbahn fahren, die gerade unter Mangel mit Dieselversorgung leidet. So, einmal hier beim Fahrdienstleiter angerufen. Da klingelt es jetzt einmal. Ja, moin. Du, sag mal, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr bis nach Aschaffenburg. Ja, ich habe leider keinen Diesel mehr übrig. Der ganze Diesel ist weg. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich werde vermutlich irgendwo stranden, kurz hinter Obernau oder bei Obernau. Ich versuche uns in den Bahnhof hineinzuretten. Aber guck du schon mal, dass du vielleicht Schienenersatzverkehr organisierst. Oder einen anderen Zug alternativ. Oh, hier ist aber viel los, ne? Stautechnisch. Danke fürs Warten. Bauern. Das ist ein schönes Haus. Ja, sehr landwirtschaftlich halt hier, ne? Immer noch 2,8 Kilometer, jetzt geht es sogar leicht bergauf. Warum geht's nicht bergab? Campingplatz hier. Ne? Halten wir hier? Nein. Ja, das ist tatsächlich ein Campingplatz. Also ich, sofern die Steigung jetzt nicht sofern wir jetzt wieder flach unterwegs sind, schaffen wir es vielleicht bis nach Obernau und dann wird es aber knapp. Na? Aha.
Es wäre mega cool, wenn es eine Mod gäbe, die Fahrzeugen einen neuen Anstrich verpasst, dass zum Beispiel hier dieser Lieferwagen dann nicht mehr so generisch aussieht, sondern vielleicht gelb ist und einen Buchstabenkürzel hat von drei Buchstaben. Das wäre schon irgendwie ganz cool, wenn es sowas noch gäbe. So, da vorne ist unser Halt. Das kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, ich muss mal die Klimaanlage ausmachen, weil das zu viel verbraucht. So, Obernau. Mit einer Verspätung von 10 Minuten mittlerweile. Ich bin zu Beginn definitiv viel zu verschwenderisch gefahren. Steigen mal aus. Hier noch ein Insektenhotel. Sehr schön. Was haben wir noch? Noch den hier und bitte beachten Sie Zugpersonal heute ohne Humor. Plus 9. Naja. Was ist denn mit den Häusern da los? Seht ihr das? Interessant. Aber hier auf jeden Fall auch ein Bagger. Können wir den fahren? Nee, schade. Na gut, so zurück in den Zug und ja. Ich würde Ihnen raten, steigen Sie lieber hier aus, wenn Sie nicht wollen, dass Sie mitten auf der Strecke irgendwo stranden. Ich meine, sind die meisten ausgestiegen. Steigen Sie besser aus hier. Sie da mit dem wundervollen Pferdeschwanz. Steigen Sie aus. Na gut. Dann nicht. Ich habe Sie gewarnt. So, Türen zu. Und jetzt einmal hoffen, dass ich auf Geschwindigkeit komme. Ich glaube, ich werde den Halt Aschaffenburg Süd einfach überspringen und direkt nach Aschaffenburg durchfahren. Ich hoffe nicht, dass das Szenario irgendwie beendet wird, wenn der Treibstoff auf Null gesetzt, auf Null wird. Es kann auch sein, dass das Szenario dadurch jetzt einfach getriggert wird, das Szenarioende getriggert wird, wenn der Treibstoff auf Null gesetzt wird. So, wir müssen noch ein bisschen Leistung aufschalten, sonst wird das nichts. Okay. Okay, wir werden. Wir hören, glaube ich, auf zu beschleunigen. Ja. Ja, gut, dann hoffen wir, dass wir genug Schwung genommen haben, um jetzt nicht stehen zu bleiben. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen bergab. Das wäre ja. Nein, es geht sogar bergauf, natürlich. Nochmal versuchen, ein bisschen Traktion aufzuschalten. Komm schon, die letzten Reste, noch ein paar Schlücke. Sagen Sie mal, haben Sie vielleicht Diesel dabei? Nee, okay. Wir haben auch. Naja, nee.
Es geht immer noch bergauf. Warum geht's denn bergauf? Warum tut die Strecke das? Leute, das wird nichts. Nein, das wird noch, das wird noch. Wenn es jetzt aufhört, bergauf zu gehen, dann kann das noch was werden. Wir werden immer langsamer. Es geht noch mehr bergauf als vorher schon. Warum kannst du nicht jetzt einfach bergab gehen? Ja, Drehzahl, geh noch mal hoch. Vielleicht wird der Zug schneller, wenn ich noch Luft reinlasse. Kann ich irgendwas machen, um noch vielleicht irgendwie zu helfen dem Zug? Leute, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr bis zur Weiche. Komm schon. Der Motor ist ausgegangen. Jetzt rollen wir nur noch. Kann ich den Motor wieder einschalten? Ja, wieder. Ich habe ja keinen Kraftstoff. Komm schon, du schaffst es. Ja, weiter, weiter, weiter. Nicht zurückrollen. Meine Damen und Herren, wie bereits angekündigt, ist uns leider der Sprit ausgegangen. Huch, ich habe einen Vogel verschreckt. Ist uns leider der Sprit ausgegangen. Ich gebe Ihnen jetzt die Türen frei auf der rechten Seite. Bitte laufen Sie den restlichen Weg alleine nach Aschaffenburg. So, Türen sind auf, Fahrgäste sind draußen. Und wir bleiben jetzt hier, bis wir irgendwie gerettet werden. Ich rufe mal hier beim Fahrdienstleiter an. Sag mal hallo. Ich habe da ein kleines Problem. Und, also man muss sagen, es hat nicht mehr so viel gefehlt, ne? Hat nicht mehr so viel gefehlt. Aber okay, ja. Dann soll es das hiervon gewesen sein, von dem Szenario. Ich bin mal gespannt, falls ihr das Szenario spielt, wie weit ihr es geschafft habt. Aber ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.